Matchday live aus dem Deutsche Bank Park. Mittlerweile schon der 30. Spieltag. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den FC Augsburg. Also die Mannschaft, die seit 8 Bundesligaspielen auf einen Sieg wartet. Gegen die, die 6-mal in der Liga nicht gewinnen konnte. Es ist schon so ein bisschen ein Duell zweier Clubs, die ein bisschen in der Krise sind. Das sind heute unsere Themen. Was tun, wenn es nicht so läuft? Markus Krösche mit einer klaren Ansage. Was er fordert? Bei uns außerdem ein Ex-Augsburger live im Studio. Philipp Max ist schon da und er erklärt auch, warum sich der FCA den Titel, die Unabsteigbaren, wirklich verdient hat. Wir sagen hallo und herzlich willkommen, Philipp Max. Schön, dass du da bist. Hi. Wir hätten dich natürlich gern auf dem Platz gesehen, vor allem gegen deinen Ex-Club. Du mit Sicherheit auch, deswegen muss ich die Frage nicht stellen. Wie geht's dir denn? Wann bist du zurück auf dem Platz? Wie sieht da der Fahrplan aus? Ja, soweit geht es mir natürlich den Umständen entsprechend gut. Bin jetzt im Training, kann auch schon viele Sachen mit Ball machen. Mhm. Ja, versuche natürlich nächste Woche wieder dabei zu sein, zum Pokal-Highlight natürlich. Aber ja, ich muss von Tag zu Tag gucken und hoffe natürlich, dass es dann für Mittwoch schon funktioniert. Wie ist es denn, was bist du für ein Typ, wenn Spiele laufen und du nur auf der Tribüne sitzen kannst und zusehen musst, wie deine Mannschaft nicht so performt, wie es eigentlich sein sollte? Ist ja gerade so ein bisschen ein Negativlauf. Ja, generell ist es natürlich eine katastrophale Situation, weil man natürlich immer spielen möchte, auch eingreifen möchte, mit Einfluss nehmen will. Und ich bin ehrlich gesagt ein wirklich sehr, sehr schlechter Zuschauer. Mhm. Und deswegen, ja, versucht man natürlich da jetzt auch in meiner Situation jetzt gerade noch mehr Gas zu geben, dass man halt schnell wieder dabei sein kann. Aber klar, man versucht natürlich trotzdem zu unterstützen und da auch ja, positiv die Jungs zu beeinflussen. Und ich glaube, heute ist ein guter Tag, um diese, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Serie von, ich glaube, 8 Spielen jetzt dann auch irgendwie zu brechen. Ja, die Eintracht hat von den möglichen 24 Punkten nur 4 geholt. Das darf man sich gar nicht so sehr vor Augen halten. Aber du hast gesagt, du wirst es beeinflussen. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ja, ich spüre da schon Energie. Also ich glaube, wir haben uns auch für das heutige Spiel sehr viel vorgenommen, wie wir es für die Spiele davor auch gemacht haben. Ich glaube, klar, wenn man natürlich in der Öffentlichkeit liest, über Krisen spricht, ist es für mich eher eine Ergebniskrise als eine Leistungskrise, weil ich finde, dass wir durchaus richtig gute Spiele oder gute Halbzeiten, wie auch in Dortmund eigentlich gemacht haben, wo du 0-3 in die Kabine gehst. Und, oder auch bei Union, wo du eigentlich niemals verlieren kannst. Genau, ich kann da jetzt gefühlt fast alle Spiele durchgehen. Und, Stuttgart, Bochum, deswegen, also, wir haben sie alle gesehen. Ja. Genau, deswegen, es ist wirklich, wir müssen gucken, dass wir dieses Ergebnis auf unsere Seite bekommen. Und dann wird es auch wieder anders aussehen die nächsten Wochen. Da bin ich 100% von überzeugt. Nur klar nimmst du dir das auch die Spiele davor vor, aber ja, ich habe ein gutes Gefühl für heute und ich glaube, heute können wir den Bock umstoßen. So geht's uns allen und wir wollen natürlich das ganze Mediale gar nicht so richtig reinholen, aber schon auch Fan-Meinungen, die wollen wir zulassen, weil wir wissen wollen, wie es euch da draußen geht. Und wir wollen auch die Meinung von Markus Krösche hören, der schon klare Kante gezeigt hat, indem er Folgendes gefordert hat. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die es auch schon diese Saison gezeigt hat, die eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat, die eine sehr gute Champions-League-Runde gespielt hat, die wir jetzt im Halbfinale Pokal sind. Aber es geht einfach jetzt darum, dass wir nicht die Dinge mehr zerreden oder darüber reden, sondern einfach, dass wir unsere Spiele jetzt gewinnen. Letztendlich ist es so, dass wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition jetzt in den letzten Wochen leichtfertig verspielt haben. Und jetzt müssen wir wieder hart dafür kämpfen, um wieder in eine gute Ausgangsposition zu kommen und unsere Ziele zu erreichen. Und das ärgert natürlich, weil da, wo wir waren, uns das extrem hart dort hinzukommen und wir jetzt einfach leichtfertig diese Position verspielt haben. Jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen sie wiederzuholen. Wie kam es bei euch an, diese Aussage von Markus Krösche? Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, wir waren, als ich hierher kam, in einer sehr, sehr guten Verfassung, sehr, sehr gute Ergebnisse auch geholt. Und es hat sich schon so angefühlt, als wenn ich jetzt aus meiner Situation spreche, eine sehr hungrige, sehr fokussierte Mannschaft kommen. Und das hat sich auch nicht geändert bisher. Das, wie ich gerade gesagt habe, das Einzige, was wir wirklich brauchen, sind Ergebnisse jetzt. Mhm. Und deswegen müssen wir damit heute anfangen. Wir haben noch 5 Bundesligaspiele. Und da müssen wir einfach so viele Punkte holen, wie es geht. Ich glaube,
Wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen gucken, dass wir jetzt ein Spiel gewinnen, dann wieder zum nächsten schauen und dann wird es auch wieder in das richtige Fahrwasser kommen, da bin ich mir sicher. Und es sind nicht nur 5 Bundesligaspiele, sondern es stehen ja auch noch 2 Pokalspiele an, das sage ich bewusst so, das Halbfinale in Stuttgart und dann das mögliche Finale in Berlin am 3. Juni für Stuttgart, da könnt ihr dabei sein, es gibt eine Kabinen-Watch-Party, ja, und ihr könntet in der Kabine mit dabei sein. Was ihr dafür tun müsst, sage ich euch später, müsst ihr nur dranbleiben. Lass uns erstmal über dich sprechen. Du hast über 150 Spiele für den FCA gemacht. Wie würdest du deine Zeit dort bei den bayerischen Schwaben bezeichnen? Ja, sportlich gesehen natürlich, glaube ich, meine erfolgreichste Zeit bisher. Habe dort eine überragende Zeit gehabt, wie gesagt. Wir haben jedes Jahr unsere Ziele erreicht, haben ja oftmals vielleicht nicht den attraktivsten Fußball gespielt, aber es war immer eine eingeschworene Truppe, ein eingeschworener Haufen und haben dann, wie ich gerade gesagt habe, jedes Jahr den Klassenerhalt geschafft und das ist für die Stadt, für die Region war das immer was ganz Besonderes und deswegen drücke ich natürlich den Jungs außer heute auch weiter in die Daumen. Das hätte ich sonst eingeschränkt. Wer war dein größter Förderer in Augsburg? Gerne auch insgesamt sagen, wenn du einen anderen Menschen hast, der dich auf deinem Weg so begleitet hat, dass du sagst, danke. Ja, also ich glaube, unter Manuel Baum habe ich meine erfolgreichste sportliche Zeit gehabt. Da kam dann wirklich so ein bisschen der Turnaround, natürlich auch mit Markus Weinzel, der mich damals geholt hat, mit Stefan Reuter zusammen aus Karlsruhe. Aber ich kann da einige Namen aufzählen, mit denen ich wirklich sehr gern zusammengearbeitet habe. Sonst wäre es, glaube ich, nicht so für mich persönlich erfolgreich gewesen. Ja, und das war auch erfolgreich gegen Eintracht Frankfurt. Du hast auch gegen Frankfurt immer top performt. Wir haben dein Freistoßtor gegen die Eintracht hier im Stadion. Sehen wir, Philipp, unhaltbar oder sieht Lukas da nicht so gut aus? Boah, ich glaube, wenn die Bälle so kommen und wenn einer leicht berührt, da kann der Keeper eigentlich nur spekulieren. Jetzt geht er in dem Fall halt glatt durch und gut, dass er damals reingegangen ist. Damals, also muss man schon sagen, also wenn man die Statistik, ich bin ein Freund von Statistiken, weil Zahlen kann man kaum fälschen. Als du in Augsburg warst, hatte der FCA eine positive Bilanz gegen die Eintracht, was in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so ist, was glücklicherweise für den heutigen Tag und für die Eintracht spricht. Aber wenn man jetzt auf den FCA schaut, was ist gesagt, immer Klassenerhalt. Was macht diese Mannschaft so unbequem? Ja, ich glaube, wenn man das jetzt so mit ein bisschen Abstand betrachtet, war es immer eine unangenehme Mannschaft in dem Sinne, dass da wirklich 11 oder dann halt auch in dem Fall, wenn 5 weitere reinkommen, immer eine Mannschaft auf dem Feld war, die sich um die Situation bewusst war, um was es geht. Also es waren vielleicht auch zu unserer Zeit nie die allergrößten Einzelspieler, aber wenn es dann wirklich um die Wurst ging, wie man so schön dort sagt, dann war das eine eingeschworene Truppe, die wirklich um jeden Zentimeter immer gekämpft hat. Deswegen waren wir am Ende auch, oder haben wir immer den Klassenerhalt geschafft, weil wir füreinander gespielt haben. Und was ich halt immer so ein bisschen schade fand, dass es dann nie weiterging wirklich, dass wir nie die Möglichkeit hatten, auch mal einen einstelligen Tabellenplatz irgendwie hinzubekommen. Wobei der FCA auch mal in Europa gespielt hat, auch gegen Liverpool und so. Das waren ja tolle Zeiten. Genau, auf jeden Fall. Das durfte ich ja auch noch miterleben. Aber ich finde schon, dass wir immer das Potenzial hatten, aber es nie dauerhaft abrufen konnten. Aber unterm Strich, wie gesagt, wenn dann die entscheidenden Spiele kamen, haben wir die meistens gewonnen. Und das hat dann schon die Mentalität dieser Mannschaft, dieser Region gezeigt. Und das war halt immer die große Stärke. Deswegen sind wir auch froh, dass du jetzt hier bist und dieses Stück Mentalität, das manchmal auch bei der Eintracht fehlt, mitbringen kannst. Wir haben trotzdem noch andere Gründe gefunden, um den FCA zu erklären. Marc Hindelang macht das und erklärt diese Unabsteigbaren aus Augsburg. Kaum ein Verein kennt sich im Keller so gut aus wie der FC Augsburg. 12. Bundesliga-Saison und zum 10. Mal steuert man auf einen zweistelligen Tabellenplatz zu. Der Abstiegskampf als ständiger Begleiter. Und doch ist es stets gut gegangen. Nicht mal in die Relegation mussten die bayerischen Schwaben, während andere Schwergewichte an ihnen vorbeisanken. Hamburg, Kaiserslautern, Hertha, Nürnberg, Freiburg, Schalke, Bremen, Stuttgart und Köln sogar zweimal. Ein paar davon sind ja auch wieder zurückgekommen. Aber geblieben ist der FCA. Einer von nur 7 Clubs, die noch nie aus der Bundesliga abgestiegen sind. Every year here we've been fighting to the last games in the season. And
And this is nothing new for us. We want to change it for in the next season, but now we focus on the next game and take one game at a time. And yes, so I think we have a really strong team and we still have good distance in the league, so we'll continue and we don't have to stress. Kein Stress bei 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber auch keine Entwarnung, weil es in den letzten 5 Spielen noch nach Frankfurt, Bochum und Gladbach und zu Hause gegen die Top-Teams Union Berlin und Dortmund geht. Aber man weiß, worauf es ankommt in der Fuggerstadt. Traditionell unangenehm, nicht immer schön, aber der Zweck heiligt die Mittel. Es war ja im Endeffekt kein richtiges Fußballspiel, sondern es waren einfach unheimlich viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, viel Laufen. Es war sehr, sehr intensiv. Augsburg macht es mit ihren Mitteln sehr, sehr gut, sind unangenehm zu spielen. Im Hinspiel beim 2:1-Sieg der Eintracht war der Ball mehr in der Luft als am Boden. Aber seither hat Enrico Maaßen dem Team ein paar neue Zutaten gegeben. Mentale Stärke, jedes Spiel auch für sich zu nehmen, auch die nötige Souveränität jetzt zu haben, nur auf sich zu gucken. Wir müssen immer an die Leistungsgrenze kommen, dann sieht man, sind wir immer drin im Spiel und es sind Details, die Spiele in der Bundesliga entscheiden. Das war auch heute so, aber trotzdem sieht man, wie die Mannschaft fightet und ja, wie wir uns auch fußballerisch entwickelt haben, wie ich finde. Qualität ist da. Mergin Berisha hat bis zu seiner Verletzung zuverlässig getroffen. Wintereinkauf Dion Bello ist mit 1,95 eine stete Gefahr in der Luft und Arne Engels sorgt für spielerische Qualität in der Mittelfeldzentrale. Kurios dabei, er wurde eigentlich für die Außenbahn geholt, wo plötzlich Arne Meyer aufblüht, ein zentraler Mittelfeldspieler. Vielseitigkeit als Trumpf im steten Abstiegskampf. Bisher trotzt der FC Augsburg den Widerständen, zuletzt namentlich dem Verletzungspech. Auch heute? Ja, wir halten es da mit Philipp Max, unserem Studiogast, und sagen, Augsburg kann gerne weiter punkten, nur halt eben nicht heute. Sprechen natürlich gleich noch mehr über die Gäste und schauen auch auf eine mögliche Aufstellung derer und auch die mögliche Aufstellung der Eintracht. Weiterhin aber erstmal im Fokus bei uns Philipp, unser Studiogast. Nach Augsburg kam dann der Schritt ins Ausland, PSV Eindhoven. Wie würdest du deine Zeit dort beschreiben? Ja gut, zu der damaligen Situation war es extrem wichtig, nach 5 Jahren in Augsburg dann auch mal was Neues zu machen. Mhm. Mein Traum war es natürlich immer, bei einem ambitionierten Bundesligisten zu spielen, der auch irgendwie um die internationalen Plätze mitspielt. Und die Situation war damals nicht gegeben, sage ich jetzt mal, in Deutschland, aber hatte dann die Möglichkeit, dann auch mit Roger Schmidt zumindest einen deutschen Trainer zu haben, der ja auch das unbedingt machen wollte, genauso wie ich dann auch. Und klar, als Mario noch dazu kam und dann noch Timo Baumgartel war noch zu der Zeit da, da kamen noch 2, 3 andere Spieler, die auch deutschsprachig waren. Und dann war das Ganze schon ein bisschen, ja, zumindest ein Zuhausegefühl. Mhm. Und ich glaube, dass die ersten zwei Jahre, das halbe Jahr nehme ich jetzt dann ja auch noch dazu, aber sagen wir mal, die 2 Jahre unter Roger, die waren schon richtig gut. Also wir haben auch die Titel gewonnen, haben international gespielt, haben wirklich sehr, sehr viele Spiele gehabt. Wenn ich mich da an die letzte Saison erinnere, haben wir, glaube ich, von, keine Ahnung, 58 möglichen Spielen haben wir 55 gehabt, glaube ich. Mhm. Und deswegen für mich war es sehr prägend auch, dass du alle 3 Tage spielen musst. Da hatte ich jetzt in Augsburg natürlich vorher nicht so, dass man diesen Rhythmus bekommt, wirklich auch dauerhaft alle 3 Tage funktionieren zu müssen. Und das hat mich schon persönlich, menschlich und natürlich auch fußballerisch extrem nach vorne gebracht. Du hast als erstes natürlich gleich Mario Götze angesprochen, mit dem du bei Eindhoven warst, jetzt bei der Eintracht. Wir haben uns letztens zusammen gesehen, als ihr beide da zusammenstandet. Wie würdest du eure Freundschaft, eure Nähe beschreiben? Ja, gut. Also klar, sehr gut. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Haben jetzt natürlich auch sehr viele Spiele schon zusammen gemacht, kennen einander, wissen die Bewegungsabläufe. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig im Fußball, wenn man da eine gute Einschätzung hat. Und klar, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, wenn beide dann auch das erste Mal so ins Ausland gehen, dann vielleicht auch irgendwie einen Partner haben, der vielleicht die gleiche Sprache spricht und so weiter,
macht das Ganze natürlich dann auch deutlich leichter. Wir haben ein Foto rausgesucht, ihr wart ja Pokalsieger unter anderem in Eindhoven. Da hinten haben wir es hinter uns mal draufgelegt, ihr beide mit dem Pokal. Wer ist der Typ mit diesem grünen Bademantel und was hat das damit auf sich? Und warum hast du keinen an? Ja, in Holland ist das tatsächlich so, dass du, wenn du den Pokal gewinnst, kriegt jeder Spieler so einen Bademantel. Da sieht man schön auf dem Arm wieder noch quasi der Name des Pokals. Da würde dann im Prinzip in Deutschland, wenn dann DFB-Pokal wird da draufstehen. Genau, den habe ich auch noch zu Hause irgendwo. Also war eine witzige Sache auf jeden Fall, ja. Cody Gakpo ist das übrigens von Liverpool. Ja, der jetzt bei Liverpool ist, ja. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das Schöne, am 3.6. könnt ihr euch dann nochmal einen Bademantel anziehen, wenn es dann mit der Eintracht im DFB-Pokal klappt. Wenn Mario und ihr so eng wart, damals schon, und er vor dir nach Frankfurt gegangen ist, wie oft habt ihr dann telefoniert, geschrieben, als dein Wechsel, dein möglicher Wechsel hierher anstand? Welche Rolle hat er gespielt bei diesem Transfer? Ja, ich habe natürlich schon im Sommer, fand ich das schon eine super Sache, dass Mario hierher gekommen ist, weil ich das als genau richtig empfunden habe. Natürlich nach dem Europapokalsieg dann auch so eine gewisse Emotionalität noch dazukommt und auch in Deutschland so ein Feuer entfacht, wo die Eintracht auch Sympathieträger ist von jedem so gefühlt. Mhm. Und da fand ich das halt einfach eine super Sache, dass er sich dafür entschieden hat. Habe mir dann natürlich in dem ersten halben Jahr natürlich auch Gedanken darüber gemacht, ob sowas für mich auch möglich oder Da kam der Impuls von dir, dass du gesagt hast, Mario, öffne mir mal eine Tür, ich würde da gerne durchspazieren. Nicht so wirklich. Aber klar, ich habe mich immer ausgetauscht, natürlich gefragt, wie es ist, wenn man dann auch längere Zeit zusammengespielt hat, interessiert man sich natürlich dann auch, wie es einem persönlich geht. Und konnte eigentlich durchgehend nur positive Sachen berichten. Da ging es aber noch gar nicht darum, dass ich hier irgendwie eine Option sein kann. Und das war ja alles relativ, sagen wir mal, nicht spontan, aber relativ zackig ging das dann kurz vor Toreschluss. Und natürlich, wenn sich dann so eine Option dann auch bietet, war ich natürlich des Öfteren mal im Austausch. Zu dem Zeitpunkt ja auch noch in der Champions League vertreten. Das ist ja dann auch ein gewichtiges Argument für einen Verein. Du bist aktuell eine Leihgabe. Jetzt haben wir den 29. April, 12.30 Uhr. Die Fans schreiben ja in den Kommentaren immer, bleibt er? Was macht er in Zukunft? Wie würdest du jetzt um 12.30 Uhr am 29. April auf die Frage der Fans, ob du bleibst oder wie deine Zukunftspläne aussehen, antworten? Ja, Vorstellung natürlich, erster Tag Trainingsauftakt hier. Das ist schon die Wunschvorstellung. Unsere auch, müssen wir ganz klar sagen. Wir haben ein Foto, oder ich habe ein Foto und ein Screenshot gemacht, möchte ich dir gerne zeigen und auch in die Kamera zeigen. Du mit deinem Papa, steht hier, großartiger Fußballer, großartiger Typ, my hero. Das war der 50. Geburtstag deines Papas. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Ja, 2018. Ja. Also, wissen einige, aber mit Sicherheit nicht alle, dein Papa Martin Max war ja zweimal in der Bundesliga Torschützenkönig, Stürmer, Nationalspieler. Was hast du von ihm mitbekommen und was verbindet euch spielerisch und was unterscheidet euch vielleicht, außer die Position? Ja, für mich war es immer ein Segen eigentlich, Fluch und Segen zugleich, sag ich mal. Es war klar in der Anfangszeit vielleicht nicht, aus meiner Sicht nicht optimal, dass man einen Vater hat, der, ich dachte, jetzt zeigt er hier die Tore gegen die Eintracht, habe ich schon gedacht. Das wäre natürlich... So viel Zeit haben wir nicht, aber er hat tatsächlich sein allererstes Bundesliga-Tor gegen die Eintracht gemacht. Ja, und vor allem bei der Station ersten Dreierpack dann auch gegen die Eintracht. Also deswegen, ist schon richtig so. Kann sich hier keiner erinnern. Und die Station, das war ja, glaube ich, Hansa Rostock. Ja, genau. An Rostock erinnert sich in Frankfurt auch niemand. Nein, war auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich, wie ich gerade gesagt habe. Als Kind war es natürlich immer... Du wirst natürlich immer verglichen, auch in den Jugendmannschaften. Mhm. Klar, der spielt dann nur, weil der Vater irgendwie mal 400 Bundesligaspiele gemacht hat. Und ist natürlich irgendwie dann ein besonderer Druck, aber auch gleichzeitig Anreiz natürlich. Und desto älter ich wurde, wurde es natürlich immer auch hilfreicher und besser, weil man natürlich jemanden hat, der die Situation besser kennt als kein anderer. Und auch gerade jetzt so in so Situationen, wenn man sich verletzt, zum Beispiel wie jetzt... wie sollte man darüber denken vielleicht? Ich weiß es natürlich auch irgendwo selber, kann es einschätzen, aber irgendwie auch mal eine Meinung von einem Familienmitglied zu bekommen, ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Falscheste. Und, das ist ja völlig legitim. Väterlicher Rat, den braucht jeder von uns. Und wenn dein Papa in der Bundesliga gespielt hat, geknipst hat, Nationalspieler war, natürlich. Musst du ja machen, wäre es ja blöd, wenn nicht. Ja, nee, es war auf jeden Fall eine super Zeit. Über die ganzen Jahre war eigentlich in jedem Fußballstadion. Und war sehr gut. Und warum hast du dich dann letztlich als Talent für die linke Außenbahn herauskristallisiert und wurdest nicht auch Stürmer?
Ja gut, dann wäre schwer geworden. Ich glaube, so viele Tore wäre schwer geworden, selber zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann irgendwann in der Jugend dann auch zum Verteidiger geworden ist, weil viele Linksfüße gab es halt auch nicht damals. Und da ging es dann irgendwann aufs große Feld und man hat halt Spieler gebraucht, die auf der linken Bahn spielen quasi. Und es hat sich dann angeboten und dann hat sich das über die Jahre so entwickelt und bin auch nicht ganz, ganz unglücklich, dass es so war. Und wenn der Papa jetzt in der Bundesliga für Schalke, für 60, für Rostock, davor für Gladbach spielt, was warst du für ein Fan als Junge? Hast du da eine Verbindung zu einem speziellen Verein gehabt damals? Außer zu Eintracht Frankfurt logischerweise? Ja, klar, die ganze Familie kommt aus der Region Nordrhein-Westfalen. Da sind natürlich viele Blaue dabei. Habe selber ja auch in der Jugend für Schalke gespielt. Und da geht das natürlich von der Familie alles in diese Richtung. Tatsächlich war, als ich dann so in das Alter kam, wo ich den Fußball mehr verstanden hatte, so mit 11, 12 Jahren, hat mein Vater ja, wie wir gerade gesehen haben, in Rostock noch gespielt. Und da hat man dann schon so ein paar Jahre eine Verbindung gehabt zu dem Verein, weil man das so ein bisschen mehr verstanden hat. Und aber alle Vereine, wo er war, hat man irgendwie so eine gute Verbindung eigentlich. Ja, Verbindungen ist immer unser Stichwort. Man sucht ja auch immer, wer hat mit wem gespielt, wer war mit wem wo. Du warst unter anderem mit einem Frankfurter Hero zusammen beim FCA, mit Martin Hinteregger. Hättest du dir damals so vorstellen können, dass er hier so ein geliebter Typ wird, so eine Vereinslegende, so ein absoluter Publikumsliebling? Und wenn ja, warum? Ja gut, der Hinti hat natürlich, oder ich habe ja jahrelang neben ihm gespielt, in der Kette dann auch, hat schon so die Anlagen dafür, sagen wir mal, von den Fans geliebt und gemocht zu werden, durch seine Spielweise, durch seinen Einsatz, durch seine Art auch. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwo bestimmt so ist. Es war ja in Augsburg eigentlich ähnlich. Und klar, wenn du dann natürlich bei so einem großen Traditionsverein wie hier bei der Eintracht dann auch so performst und so spielst und solche Erfolge dann auch einholst, dann war es für mich nur die logische Folgerung. Und deswegen hat es mich natürlich immer riesig gefreut, ihn dann auch so zufrieden dann auch zu sehen und gut spielen zu sehen. Und ja, freut mich einfach für ihn. Und wie war das, also diese Zeit, also interessiert mich jetzt persönlich, kurzer Exkurs. Hinti wollte ja dann bei Frankfurt bleiben, musste aber wieder zurück nach Augsburg, ist mit einem Eintracht-Rucksack dort ins Training. Es gab Frankfurter Fans, die Postkarten an die Geschäftsstelle nach Augsburg geschickt haben mit Hashtag Free Hinti. Hinteregger hat sich ein bisschen mit Manuel Baum so über Kreuz gelegt. Wie war das da als Mitspieler? Hat man da mal gesagt, sag mal Hinti, was soll das? Hast du noch alle oder hat man das verstehen können? Ja gut, ich glaube, das war ein halbes Jahr Ausleihe vorher, glaube ich. Genau. Oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Hat man natürlich schon gesehen, wie gut er performt. Man wusste natürlich auch als Spieler, dass es da intern so ein bisschen knistert. Und hat man sich schon gedacht, dass das irgendwie auf eine deutlich angenehmere Art irgendwie zustande kommt. Oder sich das auch gewünscht hätte, nicht nur für ihn oder für den Verein, sondern für alle, die da irgendwie mit zu tun hatten. Und ja, deswegen war das schon irgendwie eine witzige Sache, aber Gott sei Dank ist es dann aber auch zustande gekommen. Also du wirst dann nicht, falls du doch noch nach deiner Leihe zurück nach Eindhoven musst, mit dem Eintracht-Rucksack auftauchen. Aber wenn du es machst, fände ich es persönlich großartig. Hinti ist natürlich einer, der sich immerhin und weiterhin mit der Eintracht total identifiziert und auch immer die Daumen drückt, genauso wie ihr, genauso wie die Fans. Und bei euch haben wir nachgefragt, warum ihr denn glaubt, dass das Spiel heute gegen Augsburg der Wendepunkt wird. Also für mich ist es relativ einfach, weil die Mannschaft eigentlich besser ist als die momentan. Die Ergebnisse. Die ganze Negativserie hängt allen so ein bisschen an den Füßen. Die wollen halt den Fans auch mal beweisen, dass sie auch einen Sieg kriegen können. Und ich glaube, die werden die Augsburger mal schön rausschießen hier. Was ich heute beim Training gesehen habe, der Oliver Glasner hat klare Ansprachen eben von sich gegeben an die Mannschaft. Weil alle wieder total motiviert sind. Nach vorne in die Box. Und ich sehe auch, dass einige Spieler sich im Laufen auch spielerisch verbessert haben die letzten Tage. Also es ist etwas mehr Zug drin. Lindström war ja auch beim Training dabei. Ich hoffe, mehr oder weniger. Vielleicht kann man hoffen, dass er schon spielen wird. Ich denke schon, ja. Es wird besser. Wir gewinnen. Ich glaube, sie haben es verstanden. Es ist die letzte Chance, auf Platz 6 jetzt alle Spiele zu gewinnen und sich nicht nur auf Berlin zu konzentrieren.
Da waren einige gute Ratschläge und auch ein bisschen Hoffnung mit dabei. So Lindström wurde gerade genannt. Du hast gesagt, du bist vielleicht in Stuttgart dann auch schon wieder mit dabei. Lindström ist wieder im Training mit der Mannschaft. Mbimbe hat ganz gut performt zuletzt. Aaronson war beeindruckend und unbekümmert. Wenn du jetzt gerade die zuletzt genannten Mbimbe, Lindström und Aaronson, wenn du die mal kurz beschreiben würdest, was sie für dich stark macht oder wertvoll macht, gerade in der jetzigen Situation. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, die Jungs sind mit einer aufsteigenden Form. Ich glaube, Junior hat eine sensationelle Hinrunde gehabt, hat sich dann ja leider verletzt. Mhm. Aber von seinem Typus natürlich mit sehr viel Energie ausgestattet und sehr viel Drang auch nach vorne. Und ich glaube, dass es natürlich jetzt wichtig wird in den Wochen, dass du auch eine gewisse Gefahr nach vorne ausstrahlst. Genauso wie Jesper mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik, mit seinem Abschluss. Das tut jeder Mannschaft gut, glaube ich, und gerade uns. Wo wir halt dringend Ergebnisse brauchen. Und ja, zu Paxton vielleicht noch, ist ein super Junge, wirklich hochtalentiert, auch angenehmer Mensch. Und für ihn freut es mich natürlich riesig. Habe eigentlich direkt von meinem ersten Tag, wo ich hier war, einen richtig guten Eindruck von ihm gehabt. Habe ihm immer gewünscht oder mir gewünscht, dass er auch zu seinen Spielzeiten kommt, weil er es wirklich im Training auch super gemacht hat. Und ich glaube, jetzt in den letzten Einsätzen hat man schon gesehen, was er kann, aber es ist natürlich noch lange nicht an seinem Limit. Und deswegen würde es mich freuen für ihn auch persönlich, wenn er die nächsten Spiele weiterhin auch seine Zeit bekommt. Vielleicht kriegt er auch heute schon ein paar Spielminuten und Einsatzminuten. Wir schauen gleich auf die Aufstellung vorher. Aber natürlich die Personalprobleme, auch wegen dir. Natürlich hat Oliver Glasner aktuell nicht so viele Alternativen, vor allem in der Defensive. Und wenn es drückt, ja, dann entstehen halt Schmerzen. Und wenn man Schmerzen hat, kann man auch sagen, anders gesehen, es sind wenig Spieler schmerzfrei. Wenn ich nur die aufstelle, die schmerzfrei sind, dann muss ich selber einlaufen am Ende der Saison. Also es ist nicht mehr möglich. Ja. Also bei uns haben viele Spieler, unsere medizinische Abteilung leistet hervorragende Arbeit. Wir sind jeden Tag, ich glaube, um 8:30 kommen die Ersten, obwohl erst um 11 Training ist. Also die Spieler auch zum Behandeln, zum Therapieren. Egal, ob das Schläge sind, ob es dort mal zwickt und da. Das ist aber ganz normal. Wir haben teilweise Spieler, die in diesen beiden Jahren am Ende dann 120 Spiele absolviert haben. Wenn ich an einen Chibiso denke, ja, der bei uns fast alles spielt, in der Schweizer Nationalmannschaft alles spielt, und dann bist du nicht mehr schmerzfrei. Genau so ist es, und wir haben die mögliche Aufstellung von heute um 15.30 Uhr mal vorgelegt, zumindest für uns möglicherweise so gebastelt. Kevin Trapp immer bei uns gesetzt, logischerweise. Dreierkette ist wahrscheinlich auch die spielen wird, weil kaum noch Alternativen da sind. Da erstmal die Frage an dich, kannst du auch Dreierkette spielen? Würdest du das gerne machen oder liegt es dir nicht so? Ich habe tatsächlich in Eindhoven in einem Conference League Spiel auch mal Innenverteidiger gespielt, weil wir auch Verletzungssorgen hatten. Groß gewachsen, das ging auch. Das ging tatsächlich auch. Also prinzipiell glaube ich, Lenzi ist ja auch gelernter Linksverteidiger. Deswegen ist es mit einer Dreierkette, sage ich jetzt mal, glaube ich, ja schon natürlich eine Umstellung, aber besser als wenn du jetzt mit zwei Innenverteidigern spielst zum Beispiel von der Veränderung. Mhm. Deswegen kriegen wir das hin, glaube ich. Das beruhigt uns. Auf deiner Position haben wir jetzt mal Ansgar Knauf gesetzt, auch weil er im Hinspiel sein einziges Bundesliga-Tor in dieser Saison erzielt hat. Wie schwierig ist es denn, wenn du jetzt von, also als Rechtsfuß, der normalerweise rechts spielt, auf die andere Seite wanderst? Ist das eine große Umstellung oder geht das per Schnippen? Also prinzipiell, Ansgar ist natürlich ein Offensivspieler auch, hat in der Jugend auch sehr viel rechts und links offensiv gespielt, ich glaube in der U21 auch. Deswegen, für ihn ist das, glaube ich, gut. Das ist kein Problem. Aber zum Beispiel Aurelio oder ich jetzt in dem Fall sind ja auch andere Spielertypen, die dann, wenn sie auf die andere Seite müssen, schon erstmal alles so ein bisschen spiegelverkehrt. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir das hinkriegen, aber es dauert natürlich ein bisschen. Aber wenn ich dich jetzt da statt Buta wenn du gesund wärst, also statt Buta und sagen würde, mach doch einfach den Robben. Zieh von außen in die Mitte und zieh mit links ab. Kannst du doch, oder? Theoretisch? Ja. Theoretisch oder? Schon, klar, aber wird wahrscheinlich ein paar Minuten dauern. Erstmal alles. Das ist tatsächlich die einzige Position in meinem Leben, die ich noch nicht gespielt habe. Wenn du so allein auf 11 Spieler guckst und dann rechts verteilt, also auf der rechten Seite, hinten habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich denke, Oliver Glasner hört sowieso zu und weiß dann, dass er mit dir eine Wunderwaffe noch hat. Rode und So hat Oliver Glasner gerade angesprochen im O-Ton. Natürlich ein unheimlich wichtiger Spieler, auch fürs Tempo und auch Entschleunigen und Beschleunigen. Wir haben deinen Assist für ihn mal vorbereitet. Ist ja auch torgefährlicher geworden. Wie würdest du Chibi beschreiben als Spieler und als Mannschaftskamerad?
Ja, Gibi hat ein unglaublich gutes Gefühl so für den Raum, für seine Bälle, die er auch sensationell spielen kann, wann er sich einschaltet, so wie in dem Fall jetzt, dann auch immer wieder in die Box mit reinkommt, das für uns natürlich auch extrem wichtig ist, weil du in dem Fall natürlich nur einen Stürmer hast, sage ich jetzt mal, einen klassischen in der Mitte. Deswegen ist es ja immer wichtig, dass auch für heute, dass Gibi oder Seppel dann auch immer mit in die Box kommen, einer von beiden, und deswegen macht es Gibi schon richtig gut. Mit welchen Worten würdest du diese drei Spieler da vorne, die ja in der Hinrunde so viel Spaß gemacht haben, beschreiben? Oder wo hat wer da in diesem Dreigestirn seine Stärken? Ja gut, Mario und Daichi natürlich von Haus aus auch, sagen wir mal, zentrale Spieler, die natürlich eine unglaublich gute Ballbehandlung haben, auch wie ähnlich wie Gibi, auch ein richtig gutes Raumgefühl haben, da auch immer wieder Räume zu schaffen für Aurelio und für Ansgar heute. Und natürlich auch immer wieder in der Box sind, Kolo da auch mit Bällen füttern, und deswegen für uns extrem wichtig. Und Kolo ist der Mann für die wichtigen und leider in der Rückrunde einzigen Tore, aber das kann sich auch ändern. Wollen natürlich auch den Gegnertrainer zu Wort kommen lassen, Enrico Maaßen, vor dieser Partie bei der Eintracht heute. Ich glaube, in Summe sind wir auf einem sehr ordentlichen Weg. Es ist eine Qualität, wie eng jedes Spiel ist bei uns. Und wir wissen jetzt auch, wo wir spielen. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, die haben keine gute Phase, und wir müssen jetzt den Gegner nicht stark reden, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die in der Champions League gespielt hat. Und dementsprechend brauchen wir dort eine Top-Leistung. Ich glaube, das, was uns auszeichnet, ist wirklich, dass wir bei uns bleiben und dass wir selbstkritisch sind. Wir wissen schon, was wir nicht gut machen, aber wir machen auch viele Dinge gut. Und wir haben jetzt 5 Punkte vor, und wir wollen so schnell wie möglich den Deckel drauf machen und brauchen dafür in jeder Woche eine Top-Leistung. Und das ist jetzt das Ziel auch in Frankfurt. Und dann wollen wir beim Gegner natürlich auch so auf eine mögliche Aufstellung schauen, die da so aussehen könnte. Erstmal ein Glückwunsch in die Grafik und ehrlich, Hut ab, bei diesen Namen gar nicht so einfach, das zu schreiben. Also da, das ist wirklich alle Ehren wert. Augsburg, ist jetzt ein Spieler dabei, den du rauspicken würdest und sagen würdest, auf den müssen wir besonders achten, Philipp? Ja, also ich bin natürlich extrem angetan von Engels, den sie jetzt auch im Winter geholt haben. Wirklich mit die Überraschung, finde ich, in dieser Mannschaft. Auch sehr, sehr gut am Ball, qualitativ wirklich ein richtig guter Spieler. Müssen wir gucken, dass wir den heute schön bearbeiten, aber das kriegen wir hin. Das, da alles im grünen Bereich natürlich, alles natürlich, schmerzhaft, aber fair. Ja, und natürlich vorne mit Belli und Spieler, der natürlich extrem groß ist. Natürlich das auch zum Augsburger Spielpass mit vielen langen Bällen, zweite Bälle, dann immer wieder auch mit Ruben Vargas, kenne ich ja auch noch aus meiner Zeit, extrem schneller Spieler, technisch guter Spieler, und deswegen rechne ich heute auch wieder mit sehr viel Kopfballduellen. Wie geht die Eintracht oder wie muss die Eintracht dieses Spiel, also ohne dass du jetzt intern aus der Kabine ausplauderst, aber wie muss man gegen diese Mannschaft auftreten, um Augsburg, das ja schon sehr körperlich und physisch stark spielt, um denen den Schneid so ein bisschen abzukaufen? Ja, das ist es ja eben. Also Augsburg will das genau, sich in diese Zweikämpfe zu verwickeln gegen uns, will da immer sich wieder aufreiben, uns auch so ein bisschen aus unserem Rhythmus bringen, aus unserem Spiel. Weil klar, qualitativ sind wir natürlich die bessere Mannschaft, spielen zu Hause. Und da wird es immer wieder darauf ankommen, auch die Ruhe zu bewahren, weil es natürlich auch sehr viele kleine Fouls geben wird, sehr viele Unterbrechungen vielleicht. Und deswegen einfach da bei uns zu bleiben, unsere Stärken auszuspielen, immer wieder auch schnell vors Tor zu kommen und Augsburg zu Federn zu zwingen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir heute ein richtig gutes Spiel machen. Wir schauen mal auf den Spieltag bzw. die Ansetzungen dieses Spieltages. Gestern gab es ja schon die Überraschung, Dortmund zweimal noch Tabellenführer, aber nur mit einem 1-1 bei Bochum. Schiedsrichter-Thematik sprechen wir jetzt aus Sicht der Dortmunder erstmal nicht an. Leipzig, Hoffenheim, Union gegen Leverkusen, Köln, Freiburg, Frankfurt wie immer rot markiert gegen Augsburg, Stuttgart, Gladbach, Schalke, Bremen. Also das sind einige direkte Duelle von Tabellennachbarn, zum Beispiel Union und Leverkusen, mit dabei. Die Bayern spielen gegen Hertha und Wolfsburg-Mainz ist ja aus Frankfurter Sicht auch eine ganz, ganz interessante Partie. Welche Chancen rechnest du der Eintracht noch in dieser Saison aus? Man hat ja jetzt Ende Januar auf Platz 2 gestanden, momentan 9. Wir haben die Tabelle natürlich auch vorbereitet. Wie sieht deine Rechnung aus? Wie geht man da als Spieler in jeden Spieltag? Also tatsächlich habe ich das
von Augsburg damals noch mitgenommen in der Bundesliga, dass es wirklich keinen Sinn macht, jetzt zu sagen, keine Ahnung, das hat übrigens letztes Mal auch ein guter Freund von mir, der in Freiburg spielt, auch ganz treffend gesagt, wenn du jetzt 5 Spiele hast und sagst, ja, wir möchten 10 Punkte, mhm, aber gegen wen verlierst du? Also welches Spiel sagst, mhm, du, ja, das verlieren wir? Also ich bin immer Fan davon, wir spielen heute gegen Augsburg, wollen das Spiel gewinnen, dann hast du 3 mehr, ja, und dann kommt das nächste Spiel. Es ist schön umschrieben, diese altbekannte Floskel zu sagen, wir denken von Spiel zu Spiel, aber ja, das aber macht es natürlich mental auch Sinn. Klar. Ja. Ich würde auch nie sagen, ich will aus 5 Spielen 10 Punkte holen. Genau. Ich würde 15 haben wollen. So also da will genau man so immer das Maximum. Die Tabelle haben wir euch schon gezeigt. Momentan ist es nur Rang 9, aber die Luft nach oben ist zwar immer dünner, ja, aber rechnerisch ist da natürlich noch einiges drin, vor allem wenn man die Punkte, die Eintracht in der Hinrunde gegen die kommenden Gegner geholt hat, dazu rechnet. Das Wetter ist natürlich auch immer so ein Faktor. Heute sind es 15 Grad. Es fühlt sich ein bisschen kälter an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein Thema, das wir auch immer anschneiden, nicht erst seit gestern Abend oder seit dem Spiel der Eintracht hier gegen Borussia Dortmund. Schiedsrichter, heute wird Frank Willenborg der Mann sein, der das Spiel leitet, 44 Jahre alt, hat Augsburg sehr, sehr häufig gepfiffen, aber die letzten 7 Augsburger Spiele ohne Augsburger Sieg, den letzten Sieg der Augsburger, da hat Philipp Max noch beim FCA gespielt mit Willenborg. Vielleicht ist das für die Eintracht ein ganz gutes Omen. Letzte Frankfurter Spiel, das er geleitet hat, war ein 5:1 gegen Leverkusen Oktober 22. Ich glaube, wenn ich dich fragen würde, ob du über Handregeln oder Sonstiges sprechen willst, würdest du wahrscheinlich eher den Kopf schütteln. Wir haben letztens das Thema kurz angeschnitten, aber blickst du noch durch? Ich frage einfach mal so, blickst du noch durch? Mhm. Okay, hast du einen Ansatz, wie man es verbessern kann, diese Handregeln, weil das ist ja was uns sich durch die Saison zieht? Ja, es wird natürlich so ein bisschen tot diskutiert alles momentan, gefühlt jeder Ball, der an die Hand springt, einer sagt, muss ich geben, einer sagt nicht, und auf dem Feld bin ich da mittlerweile so, ich warte, was da entschieden wird, weil prinzipiell kannst du eh nichts machen, aber ich weiß nicht, früher war es irgendwie einfacher, war Absicht oder nicht. Arm weit weg oder nicht, wenn er drankommt, ist Elfmeter, wenn nicht, dann nicht. Und keine Ahnung, ich blicke auch nicht mehr durch. Wir wollen einfach 2 Dinge, dass die Emotion nicht genommen wird, dass der Zuschauer auf den Rängen immer weiß, wie zu reagieren ist. Und da geht es halt einfach in erster Linie um das, was du gesagt hast, um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Szenen. Wir haben natürlich einen Fahrplan für euch erstellt. Die Uhrzeiten des Tages, 14.10 Uhr, Busankunft, Insta Live, also schon in 1 Stunde und 20 Minuten. Dann die Aufstellung mit Timo Hardung auf Facebook um 14.30 Uhr, Stunde vor Anpfiff. Um 15.15 Uhr Lars Weingärtner mit Thomas Epp im Eintracht FM am Mikrofon. Und um 15.30 Uhr geht es dann los, das Spiel gegen den FC Augsburg. Was wir nicht vergessen wollen, das, was ich vorher angekündigt habe: die Kabine der Mannschaft ist ja eigentlich ein Heiligtum. Da darf ja normalerweise kaum jemand rein. Ihr habt trotzdem die Chance, da reinzukommen, indem ihr mitmacht und Tickets gewinnt. Und zwar Tickets, um dort teilzunehmen beim Public Viewing. Im Pokalspiel beim VfB Stuttgart gibt es nämlich eine kleine Gruppe an Menschen, die dann da in der Kabine sitzen, wo Kevin Trapp gefeiert hat. Das war, glaube ich, nach dem Spiel gegen West Ham United, Einzug ins Europa-League-Finale. Auf jeden Fall könnt ihr mitmachen. Ist ganz einfach. Tippt einfach von der heutigen Partie das Ergebnis, und zwar bis zum Anpfiff. Schreibt es unten in die Kommentare rein und alle richtigen Ergebnisse wandern in einen Topf und wir ziehen 2x4 Plätze, die dann teilnehmen dürfen beim Kabinen-Public Viewing. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Idee. Als kleiner Tipp für euch, falls ihr euch schwer tut mit dem Tippen, Philipp Max sagt euch jetzt, wie es ausgeht. Wie geht das Spiel heute Abend aus? Oder heute um 15.30 Uhr? Heute gibt es ein 2-0. Ein 2-0, ein zu 0 tut als Abwehrspieler und sicher auch so Kevin Trapp wahnsinnig gut. Philipp, ich bedanke mich für deine Zeit. Jawohl. Wünsche dir alles Gute, hat Spaß gemacht, war schön, dass du da warst und wir sehen dich hoffentlich in Stuttgart schon auf dem Platz wieder. Und für euch gilt, den Fahrplan habt ihr gesehen, Daumen drücken für diese Partie. 8 Spiele in Folge in der Liga ohne Sieg sind, glaube ich, genug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.